Die Resin-3D-Drucker werden von Generation zu Generation im Bauraum immer größer und größer und größer. Und spätestens seit dem Saturn II habe ich mir gesagt, okay, ich bräuchte vielleicht endlich mal eine neue Wash-and-Cure-Station. Drüben habe ich noch die Elegoo Mercury Station stehen, also die kleine, die ich damals kurz nach dem Mars erste Generation gekauft habe. Und jetzt habe ich nochmal den Haloed Mage S von Creality drüben stehen, den ich gerade teste. Und spätestens da habe ich gesagt, okay, ich brauche was Neues. Und genau deswegen hat die Anycubic Washing Cure 3 Plus Einzug hier in das Studio gehalten. Und wir werden uns in diesem Video einfach mal anschauen, was das Ding kann, was es nicht kann, was es gut kann. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Makorama.de. Den Anfang machen wir ganz üblich mit einem kleinen Disclaimer. Das Ding habe ich komplett selbst gekauft, ist also nicht gesponsert und wie immer wird meine Meinung von keiner Firma beeinflusst, weder von Anycubic noch von Creality noch von sonst irgendwem. Wer sowas schreibt, hat keine Ahnung, streut nur Gerüchte und brandmarkt sich selbst quasi als Lügner. Ja, also von daher, spart euch solche Kommentare, steht euch nicht gut. Aber fangen wir erstmal mit dem Lieferumfang an. Was kommt denn überhaupt in dem Paket, wenn ihr so eine Station bestellt? Übrigens, Affiliate-Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr also den Kanal unterstützen wollt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr das darüber bestellt. In dem Paket kommt erstmal die Anycubic Wash & Cure Station 3 Plus. Ganz logisch, also hier unten die weiße Basis mit den LEDs dran, die Haube. Und dann nehmen wir mal die Haube ab. Kommt das Ganze mit einem Trocknungstisch. Das heißt also hier, wir haben so einen doppelstöckigen Tisch, wo man die Objekte drauflegen kann. Und ihr seht schon gleich, ich habe hier den Tisch so ein bisschen missbraucht. Ich habe unten einfach so meine Abfälle reingepackt, also die Stützstrukturen, die Handschuhe und alles drum und dran und hier oben die Objekte. Und mein Workflow sieht mittlerweile so aus, dass ich hier oben erstmal die Figuren drauf packe, das Ganze auf 10 Minuten einstelle und nach 5 Minuten die Objekte runternehme und dann unten einfach den Müll, den ich noch habe, entsprechend nochmal aushärten lasse und vielleicht zu gegebenen Zeit nochmal ein bisschen nachlaufen lasse, falls ich merke, es ist noch nicht ganz trocken. Ja? Aber so viel erstmal dazu. Dann kommt das Ganze mit so einer Schwanenhals-UV-USB-LED-Lampe. Und ich habe mich erst gefragt, wofür der USB-Anschluss da ist im Stream, als wir das Ganze ausgepackt haben. Na, ganz einfach, nicht für einen Aktivkohlefilter, sondern für diese Lampe. Und die kann man separat nochmal einstellen, zeige ich euch gleich nochmal. Dann kommt das Ganze mit einem sage und schreibe 12 Liter Waschkanister. Und ja, ihr habt richtig gehört, 12 Liter passen da rein. Das ist nicht einfach nur so eine Tupperware, sondern da ist auch nochmal unten entsprechend ein Adapter dabei mit einem Zahnrad, wo genau wie jetzt Turntable entsprechend das Ganze aus der Basis angetrieben wird. Da sind Schaufeln dran, damit auch ein richtig schöner Wirbelstrom erzeugt wird. Und ihr seht hier schon, die 12 Liter habe ich nicht voll bekommen. Ich habe einen 10 Liter Kanister gehabt, der war aber schon durch die alte Station so ein bisschen aufgebraucht. Ich wollte das alte Isopropanol nicht mit dem neuen vermischen. Deswegen habe ich jetzt da nur 4,5 Liter reinbekommen. Und in diesem Kanister ist dann mitgeliefert nochmal ein Waschbehälter. Das ist soweit der Lieferumfang. Erstmal natürlich nochmal ein klein bisschen Werkzeug, nochmal eine Anleitung und ein Netzteil, damit ihr das Ding auch wirklich in Betrieb nehmen könnt. Aber das war es erstmal im Großen und Ganzen. Kommen wir im nächsten Punkt mal zur Verarbeitung. Und dafür setze ich erstmal die Haube nochmal auf. Insgesamt ist das Ganze ein Plastikbomber. Finde ich jetzt persönlich nicht ganz so prickelnd. Wenn ich jetzt mal drüben die Elegoo Mercury Station mir angucke, dann muss ich sagen, okay, da ist hier unten die Basis und auch das, naja, hier das Netz oder das, wie heißt das, das Körbchen, was in dem Waschbehälter drin ist, ist aus Metall. Und natürlich auch hinten die LED-Leiste ist aus Metall. Die ist hier, nimm's mal kurz so, aus Plastik. Finde ich jetzt nicht so prickelnd, stört aber nicht. Ist halt leicht zum Transportieren. Wenn ich das Ganze hin und her transportieren muss für euch zum Review und zum B-Roll-Drehen und alles drum und dran, ist das vielleicht noch okay. Aber ihr stellt das Ding wahrscheinlich irgendwo hin und dann ist erstmal fertig. Von daher würde ich das gerne sehen, dass man da irgendwie vielleicht in Zukunft auch mal hingeht und hier unten nochmal ein bisschen Metall verbaut. Wirkt einfach edler und besser und hochwertiger. Und man kann das Ding nicht einfach so schnell durch die Gegend schieben. Ja? Ist mir jetzt schon öfters passiert drüben, dass ich das Ding einfach hin und her geschoben habe. Ist nicht schlimm, aber nervt halt manchmal ein bisschen. Die Haube, da möchte ich mal gerne drauf eingehen. Und ich habe drüben, wie eben schon erwähnt, den Creality Haloed Mage S stehen. Das ist dieser 14K-Drucker, der neue, der von Creality auf dem 10-Jahres-Jubiläums-Event vorgestellt worden ist. Da kommt auch bald ein Review dazu. Wer das also nicht verpassen will, Kanal abonnieren. Ihr seht hier schon die ersten Druckobjekte drauf liegen. Da kriegt ihr gleich nochmal ein bisschen Spoiler und ein bisschen Teaser dazu, damit ihr ein bisschen angefixt seid. Ich muss sagen, bis jetzt finde ich den Drucker ganz cool. Ich weiß noch nicht, ob ich den hierher gebe. Ich weiß, ich kriege gleich nochmal eine Discord-Nachricht, aber keine Angst.
Keine Angst, Hera. Ich habe natürlich schon den Elego Saturn 4 Ultra bestellt. Das heißt also, der kommt dann nochmal im Vergleich zum Creality Halo Mage S und dann geht das Ding zu Hera rüber. Also der Creality, nicht der Halo. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis jetzt die Station schon ein bisschen in Betrieb gehabt und ich vermisse bei der Haube im Vergleich zum Creality ein Feature. Nämlich, dass man das Ding einfach aufklappen kann. Das hört sich jetzt erstmal banal an, aber in Wirklichkeit ist das, wenn man einen Workflow hat, bei dem man mit Flüssigkeiten arbeitet, wie Isopropanol oder einem Resin, wo dann Reste an den Handschuhen kleben können, ist das eine wirkliche Arbeitserleichterung, wenn man einfach so mit dem kleinen Finger hier hinten, mit dem Knöchel, wo sauber ist, einfach so die Haube hochheben kann, damit die Haube nicht dreckig wird. Weil das hat mich bisher immer zu Tode genervt, wenn das Ding erstens schwer zu handeln ist, gerade wenn man die Finger dreckig hat vielleicht, ja. Und ich gehe jetzt nicht hin, wenn ich gerade so ein Objekt von der Druckplatte runter habe, dass ich dann halt nochmal die Handschuhe aus, die Haube runter, dann nochmal Handschuhe an. Das verbraucht natürlich nochmal mehr Handschuhe, sondern ich gehe hin und versuche dann entsprechend die Handschuhe nochmal vielleicht ein bisschen im IPA zu baden, ja, damit die halbwegs sauber sind und dann halt entsprechend so mit den Händen so kompliziert darüber, ist nicht schön. Ich würde mir einfach wünschen, dass man hier das gleiche macht wie bei den Resin-Druckern. Gut, okay, Anycubic hat das bis jetzt noch nicht bei seinem Photomono M7 Pro noch nicht umgesetzt, aber Elego hat schon umgesetzt und ich würde mir einfach wünschen, dass dann da so eine Haube kommt bei den Washing Cure Stations, wo man das genauso macht wie bei den Druckern, dass man im Prinzip nicht die dreckigen Finger unter Umständen an die Haube kommt und dass das Handling von der Haube deutlich besser wird, weil das ist ultra angenehm, muss ich sagen. Und ihr glaubt gar nicht, was das für eine Arbeitserleichterung ist, wenn man dann entsprechend nicht damit handeln muss. Ja, also die Haube hoch und runter. Ich habe mir zwar hier oben bei den Saturn und beim Mars 3 Pro dann entsprechend so einen Saugnapf dran gepackt, wo ich die Haube mit den dreckigen Fingern anpacken kann. Zur Not schmeiße ich den Saugnapf weg, ja, statt die ganze Haube neu kaufen zu müssen. Aber es ist halt trotzdem umständlich und es ist nicht so wirklich schön. Es ist eher so ein Workaround für irgendwas, was man schicker lösen könnte. Kommen wir mal hier rüber zu diesem Behälter, wo ich das IPA drin habe, also den Isopropylalkohol. Und da seht ihr schon, ich habe jetzt hier 4,5 Liter drin und das Ding ist nicht mal halb voll, weil da passen, wie anfangs schon erwähnt, 12 Liter rein. Und das ist, finde ich, echt ein Manko, wenn man bedenkt, dass der Waschkorb genau hier oben die erste Halterung fürs Druckbett hat. Denn deswegen ist der so groß, ja, dass man da quasi von so einem großen Drucker einfach das ganze Druckbett schnappt, reinhängt, das Ding anschmeißt und fertig. Das Problem ist halt, dass man mindestens bis hierhin füllen muss. Und wenn man die komplette Bauraumhöhe vom Drucker ausnutzen möchte, muss man es bis hier oben füllen. Ich weiß, es ist so ein Strohmann-Argument jetzt vielleicht oder klingt wie ein Strohmann-Argument, dass man halt sagt, ja, ich muss es ja dann bis hier oben hinfüllen. Aber wenn ich ein Druckobjekt habe, was vielleicht so eine Pyramidenform oder irgendwas hat, ja, so eine Figur oder irgendwas Richtung, die ich auch zur Not legen kann, ja, die taucht dann vielleicht bis hier unten unter, weil hier unten ist erst der Boden, ja? Hier unten ist der Boden von diesem Korb. Dann kann ich das vielleicht noch gerade so unterbringen. Aber mit dem ganzen Druckbett muss ich das halt, wenn ich das reinhängen will, komplett bis hier oben hinfüllen. Dann wird das Ding natürlich erstmal schwer, ja? Und zum anderen aber auch braucht man dafür unheimlich viel IPA. Wenn ich das Ganze wechseln möchte, ist natürlich auch nochmal eine Geschichte. Klar, ich filtere mein IPA. Das heißt also, ich habe jetzt letztens das von der alten Station erstmal durch einen Kaffeefilter in einem Trichter gekippt und habe es dann in andere Tupperdosen reingepackt, um das dann entsprechend ein bisschen zu reinigen, damit die ganzen Schwebstoffe raus sind und diese ganzen Verflockungen, die da drin waren, entsprechend rauszubekommen. Also diese Resinreste, die sich dann langsam festgesetzt haben durch das UV-Licht, was durchs Fenster reinkam. Und das möchte ich natürlich auch irgendwie machen. Das heißt, ich werde mir auf jeden Fall noch einen zweiten Behälter kaufen. Ja, die Dinger kosten 15 Euro oder so in Richtung. Nicht einen zweiten Waschkorb, aber einen zweiten Behälter auf jeden Fall. Aber man muss halt auch sagen, das kostet natürlich auch ein bisschen Geld, wenn man hier 12 Liter EPA reinkippen sollte. Ja, das ist schon eine ganze Menge und ist natürlich auch schwer zu handeln. Und das müsst ihr bedenken, wenn ihr das Ganze natürlich entsprechend kauft, ob ihr das überhaupt braucht und ob ihr nicht vielleicht sogar mit einer kleineren Station, vielleicht wie der Washing Cure 3 besser zurechtkommt, wenn ihr keinen großen Drucker habt. Bei mir mit dem Mage S und mit dem Saturn 4 Ultra, mit dem Saturn 2 habe ich drei große Drucker bald da stehen, wo ich das Ding fast komplett ausnutzen möchte. Aber naja, wie ihr sehen könnt, ich brauche erstmal viel EPA, um das Ganze aufzufüllen. Und dann gab es im Unboxing-Stream noch so ein klein bisschen Verwirrung um diese Beule hier oben, um diese Ausbuchtung. Und einige von euch haben gemeint gehabt, ja, dreh das Ding nach innen. Das Problem ist,
da ist die Dichtung dran. Das heißt also, ich kann es nicht nach innen drehen. Und das hat auch einen gewissen Grund, warum die Ausbeulung nach oben ist und nicht nach innen reingeht. Ganz einfach, wenn ihr hier oben an der Stelle diese Streben einsetzt, damit ihr das Druckbett einhängen könnt, ist hier oben der Griff. Also der Griff von dem Druckbett. Und diese Beule ist einfach nur dafür da, diese Ausbuchtung ist einfach nur dafür da, dass der Griff quasi überhaupt in das Ding reinpasst. Dass ihr das ganze Ding halt irgendwo so wie es ist in die Ecke stellen könnt, wenn ihr es nötig habt. Wenn ihr jetzt eure Figuren in den Behälter gewaschen habt und da rausgenommen habt, dann müsst ihr die natürlich auch irgendwie trocknen. Am besten geht ihr natürlich vorher hin und macht erstmal den Support ab. Dafür habe ich hier so eine Matte, dass ich die erstmal da drauf stelle und dann ganz gemütlich den Support von den Figuren abwickel. Und dann kommen die hier auf den Trocknungstisch drauf. Das heißt also erstmal Haube runter und dann seht ihr schon, ich habe hier entsprechend einen doppelstöckigen Trocknungstisch. Den nutze ich jetzt gerade, weil ich jetzt nicht ein komplettes D&D-Set drucke. Das passt erstens nicht auf die Druckoberfläche drauf, so in einem Rutsch. Sondern ich habe jetzt hier erstmal so eine Büste, die ich vor dem Video nochmal gedruckt habe. Die habe ich jetzt hier so entsprechend da drauf gepackt, um zu trocknen. Und unten habe ich dann entsprechend die Stützstrukturen und meine Handschuhe draufgepackt, damit die dann nochmal getrocknet werden. Und wie schon eingangs erwähnt, packe ich dann erstmal, was weiß ich, das Ganze 10 Minuten oder 12 Minuten rein und nach 5 Minuten mache ich kurz die Haube runter, nehme die Figuren runter und lasse den Rest dann einfach noch weiterlaufen. Ihr könnt aber natürlich auch sagen, okay, ich nehme den Rest unten drunter raus und nutze den Platz unten drunter für weitere Figuren. Falls ihr sagt, okay, ihr habt jetzt erstmal so 2, 3, 4 Druckbetten voll mit Figuren gedruckt für euer nächstes D&D-Turnier oder so in Richtung und ihr packt dann entsprechend nochmal unten Figuren rein, die ihr gerade gewaschen habt. Ist auch kein Problem, funktioniert wunderbar. Der Tisch ist natürlich durchsichtig, das heißt also von hier oben kann natürlich auch UV-Licht entsprechend durchkommen und das reicht wunderbar von der Aushärtungszeit, klappt also echt wunderbar. Leise ist das Teil auch, es ist nicht komplett mucksmäuschenstill, es geht ein kleiner Lüfter, habe ich das Gefühl, manchmal drin, aber es funktioniert wunderbar und man kann es auch ruhig mal da stehen lassen und ich habe jetzt keine Probleme, wenn jetzt da mal die Tür drüben offen ist, dass ich dann entsprechend da irgendwie so einen Düsenjäger von drüben rüber bekomme, so wie der K1 oder wie der X1C oder was weiß ich auch immer. Also so laut ist es nicht und auch nicht so laut wie die Mercury Station, die ich vorher drüben stehen hatte. Kommen wir noch mal kurz zur Bedienung und das Bedienpanel, was hier vorne ist, ist relativ einfach aufgebaut. Ihr habt insgesamt 6 Buttons, ihr habt einmal Plus und Minus, beziehungsweise Plus und Minus, damit ihr die Zeit, die Dauer, wie ihr das Ganze aushärten oder waschen wollt, entsprechend einstellen könnt. Das wird dann minutenweise eingestellt. Ihr habt einmal hier vorne einen Button für die Waschfunktion. Ihr habt hier nochmal einen Button für die UV-Funktion. Hier nochmal einen Button für diese Flexlampe hier oben. Die war am Anfang so ein bisschen verwirrend beschriftet, weil da Flexi-Light steht oder sowas in Richtung. Und ich gedacht habe, was ist denn Flexi-Light, bitteschön. Aber ja, klar, logisch, ne? Für diesen Schwanenhals hier. Und dann habt ihr nochmal hier natürlich die Start- und Pause-Taste. Das heißt also, ihr könnt auch nur, wenn ihr jetzt noch keinen Vorgang gestartet habt, die Zeit entsprechend anpassen. Und dann, wenn ihr das eingestellt habt, könnt ihr das Ganze natürlich starten. Und wenn ihr sagt, okay, ihr wollt nochmal ein bisschen, ein paar Minuten drauflegen, sei es waschen oder trocknen, dann könnt ihr nochmal kurz anhalten, nochmal ein bisschen die Zeit hochstellen und dann weiter drücken. Funktioniert wunderbar, ist total easy. An- und ausschalten tut man das Ganze hinten. Und das ist natürlich auch der Stromschalter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so als kleines Fazit, ist eine nette Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja eine Zeit lang wirklich mit UV-Lampen gearbeitet oder aber auch mit einem selbstgebauten UV-Kasten, wo ich einfach einen UV-LED-Streifen genommen habe, der eine entsprechende Wellenlänge hatte und habe das dann entsprechend in so einen Brotkasten eingebaut und habe die Dinger mit der Zahnbürste selbst in so einer Topperware, in so einer Plastikbox entsprechend gewaschen. Und das ist schon wirklich eine Arbeitserleichterung. Erstens, weil man nicht so viel Material verbraucht. Die Objekte werden deutlich sauberer, weil halt entsprechend in diesen Kästen ein Wirbel erzeugt wird. Und am Schluss ist es auch mit dem Aushärten so, dass man durch diesen Drehteller halt von allen Seiten gleichmäßig das Ganze belichtet und aushärten lässt. Und natürlich auch dadurch, dass das von unten auch ein bisschen beleuchtet werden kann, können hier die oberen Figuren und auch die unteren Figuren nochmal ein bisschen von unten ausgehärtet werden. Das war bei der Lösung vorher nicht. Die musste ich dann nochmal zur Seite legen. Es ist also eine Arbeitserleichterung. Das Ding kostet 230 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei Amazon. Ich packe euch nochmal einen Affiliate-Link unten in die Videobeschreibung rein. Es gibt auch eine kleinere Variante, die kostet ein bisschen weniger Geld, kann ich euch aber nur ans Herz legen. Wenn ihr es wirklich mit Resin 3D-Druck ernst meint und besorgt euch einfach so eine Station, je nachdem, was für einen Drucker ihr habt. Wenn ihr einen großen Drucker habt, so wie den Halot Mage S, den Saturn 4 oder 4 Ultra oder den Photon Mono M7 Pro oder wie sie alle heißen bei Anycubic, besorgt euch so ein Teil. Ja? Wenn ihr einen kleineren Drucker habt wie den Mars, dann könnt ihr auch ruhig die kleinere Version kaufen, ist gar kein Problem.
Und in diesem Sinne, hat euch das Video hoffentlich ein bisschen weitergeholfen? Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, da würde mich tierisch freuen. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und der Makorama Family beitretet. Das Review zum Creality Halo Mage S kommt auch demnächst, deswegen nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Natürlich vielen, vielen lieben Dank an meine Unterstützer hier auf YouTube und auf Patreon. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an meine Sponsoren PCBWay und Surfshark. Links zu beiden Plattformen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und damit hodl the line, happy printing und ciao.